dann wart ihr vom Feuer eingeschlossen? Du und Lassie? Ja, so war's. Und du darfst nicht vergessen, dass Lassie damals noch ganz jung war. Ja, das stimmt. Sie war noch ein kleines Hündchen, wie Buddy. Tut mir leid, aber ich hab Durst. Und was ist dann passiert? Hast du Lassie gerettet? So würde ich das nicht sagen. Ich hatte mich verlaufen und der Rauch von dem Feuer war überall. Ich dachte, das haben wir jetzt. Steig ein, Harvey. Wir müssen Zoe suchen. Ja! Sorgen. Es ist nichts passiert. Siehst du? Au! Jedenfalls bin ich froh, dass wir uns gefunden haben. Hör zu, Kleine. Du kannst leicht entkommen. Lauf einfach da oben lang. Und dann musst du dem Fluss folgen. Los, lauf schon. Halt dich ganz nah am Wasser, dann passiert nichts. Lauf, los, lauf. Hol Hilfe, ich warte hier. Los, lauf. Was ist dann passiert? Ja, was ist dann passiert? Buddy! Ups. Buddy! Oh nein, wo ist er? Keine Sorgen, wir werden ihn schon finden. Graham, hol den Wagen. Ich kümmere mich um die Gäste. Kommt mit! Drück auf die Tube, Dad! Seid ihr alle angeschnallt? Ja! Das war jetzt nicht so gut. Ja, das ist gerade echt dumm gelaufen. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir ihnen helfen? Nein, ich finde, wir sollten hierbleiben und dafür sorgen, dass die anderen Welpen ein gutes Zuhause finden. Kommt, Freunde! Buddy! Hast du ihn gesehen? Nein, er ist spurlos verschwunden. Buddy!
Was sollen wir jetzt tun? Zum Glück haben wir Lassie. Los, zeig es uns. Wo ist er langgelaufen? Pass auf, sie fängt bei dem Trolley an und sucht so lange im Kreis, bis sie Buddys Fährte aufgenommen hat. Wenn sie das geschafft hat, kann sie uns zeigen, in welche Richtung er gelaufen ist. Aber ich sehe den Trolley gar nicht. Siehst du, jetzt nimmt sie die Fährte auf. Sie und Olive sollten zur Klinik zurückkehren. Aber was ist mit Buddy? Wir müssen ihn doch suchen, Dad. Olive und ich möchten mitkommen und ihnen helfen, so gut es geht. Ich hoffe nur, wir finden ihn, bevor es dunkel wird. Meinst du, Lassie schafft das? Kann sie Buddy so wirklich finden? Ja, natürlich. Lassie hat mich auch schon oft gefunden. Sehr oft sogar. Schnell weg hier! Nein! Siehst du, Kleine, es gibt immer eine Lösung! Ja! Warst du mit Lassie alleine? Nur ihr zwei in dem Boot? Mitten in diesem furchtbaren Waldbrand? Man könnte sagen, dass Zoe ein Talent hat, sich in so gefährliche Situationen zu bringen. Haha. Guck mal da, was Lassie macht. Los, kommt! Jetzt hat sie Buddys Fährte aufgenommen. Los, beeil dich, Dad! Beeil dich! Gut, machst du das, Lassie! Los, komm! Hier fängt es jetzt überall wieder an zu wachsen. Diese ganze Verwüstung stammt noch von dem Brand? Der gleiche Waldbrand, in dem du und Lassie damals eingeschlossen wart? Ja, genau. Und auf diesem Fluss hier trieb ich mit Lassie in einem Ruderboot dahin. Biloxi? Nein, das klingt furchtbar. Bingo? Ach, das ist ja sogar noch schlimmer.
Dakota? Jasminda? Ich habe keine Ahnung, ob ich jemals einen guten Namen für dich finde. Und ich weiß auch gar nicht, wo wir sind. Ich würde mal schätzen, dass wir ungefähr hier sind. Und wir treiben in diese Richtung. Guck mal, da ist ein Holzfällerlager flussabwärts. Und es liegt sogar direkt am Wasser. Sie haben das Lager bestimmt schon evakuiert. Aber wenn wir es bis dahin schaffen, sieht uns dort auf der freien Fläche vielleicht ein Hubschrauber von oben. Flieg etwas tiefer. Folge dem Flusslauf. In Ordnung. Ich kann's versuchen. Wo bist du, Zoe? Wo steckst du nur? Kein Funkgerät. Oh je, das Feuer kommt von allen Seiten. Hörst du das auch? Versucht. Es tut mir so leid, Kleine. Das nützt uns gar nichts. Er kann uns nicht hören. Der Sprit aus. Noch eine Runde. Hey, Vorsicht! Oh. Hä? Oh, Sekunde! Ich hab was gesehen! Ich hab was gehört! Es klang wie eine Hupe! Zoe.
Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich hab gewusst, dass du kommst, Dad. Ich hab's gewusst. Und ich hab gewusst, dass du schaffst, Zoe. Und du natürlich auch, Kleine. Lassie, das ist der richtige Name für sie. Ich nenne das Hündchen Lassie. Na, was hältst du davon? Dann heißt sie jetzt Lassie. Naja, also wir nennen sie so lange so, bis wir ein gutes Zuhause für sie gefunden haben. Sie hat ein gutes Zuhause. Wir werden sie behalten. Willkommen zu Hause, Lassie. Unglaubliche Geschichte. Dann hat Lassie dich gerettet? Ja, das erste Mal von vielen. Zwei, bleibt, wo ihr seid. Es ist nicht tief. Ich gehe und hole ihn. Nicht bewegen, Buddy. Ich komme. Dad! Oh nein! Lassie! Nein! Lassie, komm her! Ich schaff das! Buddy, nicht! Nein! Wie schon gesagt, wir helfen so gut wir können. Und wie retten wir jetzt Buddy? Sie will diesen toten Baum als Brücke benutzen. Wir müssen ihr helfen. Keine Sorge, Buddy. Lassie hat eine Idee. Ja! Gut gemacht, Lassie. Na komm, Buddy. Los jetzt. Wo ist Olive?
schreiben sie hier, hier und nochmal da unten. Und dann dürfen wir Buddy mitnehmen? Aber ja, jetzt gehört er zu euch. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben offiziell einen Hundewelpen adoptiert. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass es auch andersherum sein könnte? Na komm, Buddy. Wir bringen dich nach Hause. Wartet mal, dürfen die überhaupt gehen? Nein, ich sehe gar keinen Hund. Los, Freunde! Nein, halt! Alles in Ordnung, sie dürfen gehen. Ja. Ha ha ha.